Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück beim Tankstellensimulator 2014. Wir befinden uns in 7 Days to Die und mit dabei ist die Serendipity. Hallo ihr Lieben. Der Jack Fleischhammer. Hallöchen. Und der Valkyrie. Schönen guten Tag. Wir sind auf großer Loot-Tour. Ne? Loot tut gut. Wir brauchen nämlich Brass. Und Papier. Und ein kleiner Safe. Ach, das hast du alles schon leer gemacht. Warum räume ich hier eigentlich auf und achte nicht drauf, ob da empty steht, ich professioneller. Geh mal eben aufs Dach oder warst du da schon drauf? Nein. Weil irgendwo muss hier doch ein Bohrer sein. Meinst du, sind an der Tanke? Ich weiß nicht, hast du nicht gesagt, lass mal hingehen, looten, für den Fall, dass wir einen Bohrer finden? Nee, du hattest was von Benzin gesagt und dann habe ich gesagt, wenn wir einen Bohrer finden, dann... Zusammenhänge, ja, verstehe, verstehst du? Okay, ja. Keine Ahnung, ob man hier einen Bohrer findet. Wir sollten auch langsam mal wieder nach Hause laufen, sonst haben wir nämlich gleich eine nächste Folge und die Zuschauer sagen, beim letzten Mal sind ja auch schon looten gewesen. Taschen sind voll, Gunpowder brauchen wir nicht unbedingt, ne? Mensch, ich finde dich nicht. Wo bist du denn? Ja, mein Lieber. Ich könnte dich aber überall looten. Tja. Ja, tja. Aha. Oh. So, jetzt habe ich nur noch einen Schuss. Da haue ich dem schon mal eins ins Gesicht mit. Dann werfe ich die Waffe weg. Und habe keine mehr. Mist. Dann nehmen wir halt den Hammer. Spielen wir jetzt Hallenheimer? Spielen wir jetzt Fang oder was? Ja. Ich schieß dir ins Gesicht, wenn ich dich in die Finger kriege, mein Freund. Du kriegst von mir weder Brass, noch Papier, noch TNT. Du kriegst von mir nix. Was ist da los? Außer Blei in den Arsch. Du bist gerade an mir vorbeigerannt. Ja, das ist mir egal, ob ich an dir vorbeirenne. Wollen wir mal wieder zurückgehen, weil meine Taschen sind mehr als voll? Ja. Biohazard, Mist. Ja, wir müssen unbedingt Antibiotika herstellen. Ich habe zwei schimmlige Brot noch gefunden. Das klingt verlockend. Ich habe keine Munition mehr. Kennst du eigentlich aber den einen Song, Hammer. Kennst du eigentlich den Song Schimmliges Brot von... Du hast meine Freundschaftsanfrage angenommen. Ja? Du Arschkrampe. Komm, wir gehen nach Hause. Ist genug gespielt jetzt. Ich bin mehr als voll. Komm, wir müssen zurück. Oh, du Arschgesicht, du bückst dich auch noch. So, Jack kriegt's nicht ab, dafür kriegst du's ab. So, ins Gesicht. Oh, er wehrt sich noch im Tod. So, komm. Macht nix. So, nach andere Richtung. Andere Richtung. Okay, warte. Wo bist du? Wolfgang? Links, ja. Gerade gehen wir auch zurück. Ah, ich hab dich. Okay, warte. Ja, ich hab dich. Ja, okay. Werte noch mal eben kurz ein paar Waffen auf, weil, um Platz in den Taschen zu schaffen. Du wertest Waffen auf? Wie machst du das? Ja, ich repariere sie. Was meinte ich damit? Hast du ein Weapon Repair Kit gefunden? Ja? Nee, nicht Waffen hier. Naja, Hammer und. Ja, machen ja, Sie mal hier. Metal Strips habe ich so ohne Ende dabei. Nee, alles gut. Ja, aber ich wollte die. Ich komme mal runter. Ich wollte die Metal Pipes auch nicht oben drin lassen. Und ich habe jetzt ausnahmsweise mal auf die Tipps gehört, die wir immer kriegen. Man soll nämlich nur 10 oder sowas reinlegen, weil die man so schnell die verdammt. Das auch, aber wenn Taschen voll sind, einfach nicht irgendwas auf den Boden schmeißen, sondern am besten in den Loot-Container, wo man was rausnehmen will, ein anderes Ding reinpacken. Macht absolut Sinn. Und dann umwandeln. Und das okay, wir laufen zurück, wir sind falsch. Wir müssen nordwestlich. Ja gut, der Esel rennt vor, ne? Nee, wie war das? Einer rennt vor, der Esel nach oder sowas? Neben dir. Nee, der Esel nennt sich steht zuerst. Das auch. Ja. Jack, du hattest nach Antibiotika gefunden, oder? Ja, einmal. Würdest du mir die ausleihen? Nein, ausleihen. Also ich hab Schimmel gefunden, damit können wir Antibiotika machen. Wir haben auch Schimmel noch. Ich habe total viel Schimmel dabei, also geschimmelt wird gerne. Das riecht man. Ja, und jetzt, wo wir einen Kühlschrank haben, kommt da auch immer mehr Schimmel nach, wahrscheinlich. Ja. Egal. Ja, aber solange wir keinen Strom haben, schon. Ja, ja. Brauchen wir übrigens Generator. Vor allem mit dem Fleisch da drin. Hm? Ja. Nee, ich hab Fleisch reingelegt. Ach so. Ja, dann kriegen wir auch Maden. Also ist natürlich, ich sag mal, langfristig auch keine schlechte Idee. Win-Win-Situation, wolltest du sagen? Ja. Ja, wir sind zurück hier in unserer Heimat. Wir hatten ja ein bisschen was vor. Was wollten wir eigentlich machen? Wir wollten einen Garten anlegen, wir wollten die Mauer hochziehen. Noch eine Etage. Das lässt sich nicht liegen. Und
Ich habe vorher noch Holz gesammelt. Ich könnte versuchen, oben das oberste Stockwerk aufzubauen. Ja, und vor allen Dingen auch sicher zu machen gegen Spinner. Ja. Pass auf, wir machen das so. Ich mache jetzt eine Müllkiste. Zum ersten Mal in diesem Let's Play mache ich eine Müllkiste, weil du wolltest ja sortieren. Ja. Und dann, aber die sollten wir irgendwie sinnvoll anordnen. Wo kriegen wir hier noch Kisten hin? Vielleicht hier links hin an die Wand? Ich mach mal. Ja, ich hänge mal meinen Fernseher hier auf, testweise. Ja, ich will gucken, ob sich das bewährt. Ach stimmt, bei dir kann man in der Aufnahme sehen, du hast ja da ein bisschen was gebastelt und? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja. Da steht doch was jetzt, ja? Ja, da bei ihm steht was, bei mir nicht. Bei mir steht da was drauf. Er hat so ein bisschen dran rumgebastelt, wie es ist. Ich habe hier Mitte oben Waffen, Mitte Werkzeug, unten Krams. Also unten hätte ich eine Kramskiste. Und dann Essen, Trinken, Rohmaterial. Aber wir brauchen, da machen wir noch zwei Kisten irgendwie übereinander. Du hast aber nur einen Fernseher hingehängt, oder was? Ja. Und da hast du drin geschrieben? Da habe ich es draufgeschrieben, ja. Ja, Velcro ist ein kleiner Hacker. Ich kann den auch höher hängen. Ja. Ein Hacker. Wo so ist denn die Kiste nochmal? War das bei MISC? Also das ist wirklich dieses neue System. Früher hast du durchgescrollt und irgendwann hast du das gesehen. Oder auch nicht, wenn man Minias heißt, nicht. Aber auch eingeben, suchen wäre nicht schlecht, ne? Ich weiß nicht, wo du Kisten findest. Das weiß ich nicht. Repair Tools, Wood Sledge, Gardening. Ich hab's einfach gemacht. Ich hab's auch nicht gefunden. Wenn man die ganzen Pistolen könnte man auch mal in Scrap Metal umwandeln. Einfach 3-3, oder? Ja, aber nur die nicht heil sind. Wie macht man nochmal Kisten? Drei in einem, also in der Mitte? Mittlere Reihe drei und darunter drei. Okay, ich sehe es gerade. Mit Wood Planks. Also man müsste wirklich, also wenn sie das jetzt schon gemacht haben, dann mache ich mal zwei Kisten. Hm? Dann sollten sie meines Erachtens auch das Inventar durchsuchbar machen. Ich meine, das mache ich ja im wahren Leben auch. Ich gehe kurz in mich. Inventar durchsuchen. Ja, genau. Und gebe oben ein. Wood Spikes. Aber dann kann ich. Soll ich direkt an den Fernseher hängen? Nee, ich mache es unten auf dem Boden, oder? Mit einem Abstand zum Fernsehen, die Kisten? Oder direkt an den Fernseher? Also der Fernseher ist ja nicht groß. Also den kannst du, also hier, entweder unten oder mittig. Pack sie doch. Mach sie hin. Ja. So. Ebenso übereinander, dann kann ich den ja mal. Oh, die sind aber viel Abstand von der Wand. Warum haben die hier so viel Abstand von der Wand? Ach, da auch. Okay. Gut, dann mülle ich jetzt mal hier unten rein. Kann ich mit Shift, geht nicht, gell? Essen, so. Ich mülle jetzt einfach mal hier rein. ne, Brass kann ich ja direkt reinlegen, wa? Sag mal, was brauchen wir denn noch? Ach ja, Potassium brauchen wir, ne? Für ein Antibiotikum. Ja, oder? Haben wir aber oben links in der Kiste. Ja, oder kommst du bald wieder, Jackie? Ich bin schon unterwegs jetzt, ja. Also ich bin jetzt bei dem, ich bin sehr nah dran. Okay. Wo ist denn der Beaker? Das will ich behalten, das will ich behalten, die will ich nicht behalten. Jemand den Beaker gesehen? Der müsste in einem der Feuer liegen, oder? Nee, rechts war ein Grillrost drin. Wie, wir haben keinen Beaker? Doch, wir hatten einen. Ich hab schon gesehen. Ist der vielleicht zerschlagen worden? Aber dann schieben wir... Der könnte in der Kiste gelegen haben. Doch, er könnte in der Kiste gelegen haben, die kaputt gegangen ist. Weil da lag ja auch das Antibiotikum drin, was ich hergestellt habe. Dann hole ich mir jetzt mal die Eimer und ich mache mal unseren Pool weg. Da gab es ja auch Beschwerden, warum der Pool in Oberirde steht. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, warum du den da so hingestellt hast. Aber nun gut. Ach, ist schwierig. Ja, was denn? Ja, mit dem Mika. Denn... Naja. Suchen wir 9. Oh, da hat jemand Hunger. Ich hab Bücher. Ich mach TNT. Kannst du mir ein Antibiotikum hier lassen, bitte? Können wir hier in diese Kiste an den zwei einzelnen Ofen vielleicht die ganzen Brass irgendwie reinlegen? Bitte? Jetzt breitet sich das Wasser hier aus. Ich will doch die Eimer leer haben. Ich muss mal kurz am Pool das Wasser loswerden. Warte, ich geb dir Brass. Ich hab das schon Brass, unterwegs hergestellt. Ich hab in die untere Müllkiste auf der linken Seite. Ja, hab ich schon gefunden. Okay. Danke. Becky, wo bist du denn? Hinter dir. Habe ich unterwegs schon für dich hergestellt. Ja. Hier, ich lasse es fallen. Sammel ein. Gib dir mal meinen Breath sonst. Gunpowder habe ich auch. Licht hier? Hast du? 31? Ja, habe ich. Was ist denn das für ein Buch? Ja. Hast du mir Antibiotikum im Tausch vielleicht, bitte? Ja, jetzt nicht essen. Okay. Wie bin ich mit dem Wasser wieder los? Warte. Schön. Hast du gekriegt? Ja, habe ich. Wie macht man was? Machst du da Unfug? Ich wollte Wasser loswerden, aber unser Pool hat jetzt ein höheres Level der Meeresspiegel im Pool ist gestiegen. Ja, ich habe mal an die Wand geklatscht, das Wasser. Ich wollte doch hier den blöden Dings wegmachen. Hier, Jackie, hier hast du nochmal Brass. Hast du eigentlich Das Wasser geht hier nicht weg. Ach, ich setze jetzt hier Gitter rein. Ist schon okay so.
Mach dir keine Sorgen. Haben wir irgendwo noch Woodframes hier drin? Hast du nicht, hat jener nicht von euch den Ach, hier Airdrop? Papier. Woodframes. Den habe ich hier unten in die unterste Kiste. Da waren ja diese Stahldinger drin und ich habe die Woodplanks, habe ich. Das probiere ich mal. Habe ich heute Mittag noch getönt in den Kommentaren. Ich mache das Wasser mit diesen Woodframes weg. Und es scheint zu funktionieren, ja. Alles klar, gut. Ja. Gibst du den jetzt ein, oder was? Was sind denn nochmal Pfeile? Ich schlag Crossbow Bolts. Ah, okay, alles klar. Ja, ich schlag den jetzt hier ein, hast recht. Ja. Ich mache jetzt den Pool etwas tiefer. Oh, das ist aber eine ganz schöne Arbeit, hier so ein Ding weghacken. Hat jemand eine automatische Axt dabei? Auch Motorsäge genannt. Mag mir jemand helfen? Nö. Schwierig. Ich muss mich gerade konzentrieren. Ich versuche. Ja, ich auch. Du sortierst, okay. Ja gut, das darf nicht gestört werden. Ich meine, ihr wisst ja, wen es am schwierigsten fällt zu sortieren. Und ich hatte auch eben so, ich bin, weißt du, ist wie so, wie der am Alkohol genippt. Verstehst du? Wie konnte man nochmal mindestens du machen? Kartoffeln, Fleisch. Wasser, Fleisch. Ach, Kartoffeln, Shitkram, haben wir keine. Hier, mach mal unser Dings fertig. Unseren... What? Dachgarten. Ich brauch Knochenmehl, damit das Essen schneller wächst. Oh, wie sie hier die ganze Zeit rumtönt, Mann. Halt dir die Ohren zu. Ich brauch dies, ich brauch das. Baden. So, ich mach jetzt mal aus den Kochtöpfen, mach ich jetzt mal. Soll ich gehen? Nein. Also beschwer dich nicht. Okay, Entschuldigung. So. Mann, ey. Ja. Ich mach jetzt mal aus den Kochtöpfen Scrap Iron, ja? Juhu, brauchen wir doch nicht, oder? Nein. Zu spät. darf ich? Zu spät. Geht das vielleicht mit der Pickaxe schneller, die Dinge hier einschlagen? Ich würde sagen, nein. So. Then I need something like gunpowder. And with gunpowder, I can do the twist. Trick. I can do the twist. Aber wenn du anfängst zu sprengen, das will ich mir angucken. Where the fuck is... Ja, das kriegen wir hin. Gulli hier. Übrigens, ich habe 3 Fässer Benzin mitgebracht, also... Damit können wir ja richtig noch einen Autoscooter anschalten, ne? Stinkst du? Oh Mann, diesen Brunnen wieder weghacken ist natürlich eine üble Aufgabe. Valkyrie, wo willst denn du Animal Hide haben? Oder halt Fell? Weiß ich noch nicht. Ja, wir werden zu wenig Kisten haben dafür. Ja, dann mach doch nochmal welche. Und schmeiß und weiß nicht, pack hier in die linken beiden rein da. Die beiden neuen Kisten da. Ey, es gibt so eine spannende Folge. Ja, stimmt, hier ist noch was drin. Wer schubst mich denn hier rum? Was? Wahrscheinlich ich außer Sinns. Achso, ich hab noch eine Couch hier. Oh, hat jemand zu wenig Kaffee? Mir geht das voll auf den Senkel, dass ich hier diesen Brunnen weg... Wir haben auf jeden Fall Kaffee. Wir könnten welchen herstellen. Kann mir mal jemand schnell einen Kaffee kochen? Müssten wir... Hier hab ich Kaffeebohnen. Ja, und dann warte, ich geh mal eben Wasser. In die Küche. Nein, ich hab schon. Nein, nicht im wahren Leben. Warte, ich mach einen Kaffee. Kaffee. So. Na. Guck. Wo sind denn... Eben waren die nur noch 2 davon, okay. Ich weiß, ich kann Kohle nehmen, aber ich habe gerade noch Holz einsteckt. Und ich habe das Gefühl, dass Kohle wesentlich langsamer brennt. Ich habe gerade das Gefühl, dass Baumstämme langsamer brennen. Nein, andersrum. Das wollte ich damit sagen. Kohle verbrennt wesentlich schneller als Baumstämme-Stücke. Ne? Ja, dann sind wir einer Meinung. Okay. Wie lange habe ich Energie, wenn ich Kaffee trinke? 3 Minuten oder sowas, ne? Ja, so was in der Art, ja. Gut. Ey, jetzt sag nicht, dass man das lernen muss, TNT zu machen. Nein, alles gut. Nee, muss man nicht. Alles gut. Ich bin auf Kaffee. Hier ist der Boden weghacken, geil.
So. Aber ist eine geile Idee, oder? Kann ich denn die Dose jetzt nicht mehr klein machen? Kannst du mit, wenn du mehrere hast. Zwei, ach, ne? So, ah, verstehe, alles genau. Klar. Mhm. Gut, das wusste ich noch nicht. Ich überlege gerade, ob man das, den Teil vom Brunnen irgendwie noch sinnvoll weiterverwenden kann. Nein. Aber das ist eine ganz schöne Arbeit. Ich habe erst 4 Stück Holz weggehackt. Selber schuld, du hast da hingebaut, da musst du es auch wegbauen. Check dir, du bist ein bisschen Kumpel. In deinem linken Feuer brennt Kaffee. Kaffee muss sein. Und jetzt oben. Ah, oh, mein Kumpel Jack, gerade vibriere ich. Das ist Männerfreundschaft. Gemeinsam den Pool wegschlagen. Mhm. Oh, wir sind richtig hier. Holzfäller extrem. Ja. Oh mein Gott. Vor allem auch der Rhythmus. Können wir ein Beat draus machen? Ja. Nee, Holzfeuer jetzt oben. Okay. Ich befeuer mal die Öfen hier ein bisschen. Hm? Ja. Na, geht richtig ab hier. Ja. Ist auch spannend für die Zuschauer. Also aus beiden Perspektiven. Ja, stimmt. Hier. Da kann man jetzt nicht mehr wegnehmen, ne? Nee, wenn du einmal diese Rahmen aufgewertet hast, dann musst du die wegschlagen. Das finde ich auch für den Kreativmodus. Ich meine, ich finde es ja geil, wenn es so einen Kreativmodus gibt, wo die Leute basteln können. Ja, aber für jemand... Ups. Das war mein Kopf, der ist zwar auch aus Holz, aber... Ich hab's ja mal vorbereitet. Ja. Mal gleich mal ausprobieren? Ja, stell mal der hier... Sprengt ah, nee, dann ist Hütte aber der Boden weg. Weg. Nee, dann ist der Boden weg. Ja, ja, der Boden geht weg. Das ist... Ach, wir könnten es doch ausprobieren. Ja, gut, komm. Scheiß drauf. Ja? Hast du Pistole? Hier? Einfach direkt daran stellen? Aber direkt dran an die Mauer, genau. Möglichst in die Mitte, dass es sich verteilt, genau. Ja. Sollen wir noch Erde drum machen, damit es irgendwie die... Bin mal gespannt. Meinst? Feuer. Ach komm. Sie steht ja auch so schön. Ja. Wow, warum hat das zweimal... Cool. Jetzt warum ist das zweimal explodiert? Ist mir Lade. Aber guck mal, das sieht gut aus. Sah richtig cool aus. Wir müssen jetzt den Boden auffüllen, aber ich finde... Das hat auf jeden Fall was gebracht. Das war richtig cool, ja. Also TNT... Vor allem schön Geräusch, ja. Ja, warum hat es denn zweimal explodiert? Brauchst du den unteren ein, oder? Dann helfe ich dir beim unteren. Das macht's bei TNT, macht's bei Explosion doch immer. Nee. Es sieht, also bildlich schon, das stimmt, glaube ich. Wer hat mich denn da jetzt gehauen? Niemand. Sag mal, ihr beiden Trolls. Oh, guck mal, wie zu dritt geht das. Aber es dauert trotzdem ganz schön lange, ey. Ja, ich finde es auch übel. Vor allem ein bisschen Holz, ja. Eine Holzmauer ist fast sicherer als... Ne, nicht beim Zombie. Ein Loch, Mann. Ey, dann, das ist unser Pool jetzt, okay? Ja, dann funktionieren wir das als Pool um. Dann gehe ich mal in die Mine. Wie spät ist es? 17. Ja, da können wir noch mal eine Runde in die Mine bleiben. Aber man macht möglichst tief, weißt du? Dass wir bis zum Boden kommen. Wolfram-Raum, genau. Ach so, ja, cool. Wie der erste, der Wolfram. Wolfram! Hat hier jemand mein Kaffee ist aus. Ich guck mal, wie sieht der hier aus? Meine Frage mit den Cobblestone Rocks, die wir hier haben, die What braucht man fuck? Zum Füllen der Rebars, ne, oder? Wer war denn bis hier unten? Ich. Aha, wann denn? Becky? Ja? Du müsstest das vielleicht wissen, oder? Die Cobblestone Rocks, die wir haben, ja. Die braucht man zum Füllen dieser Rebars, oder? Richtig. Okay. Gut, dann ist das ja ein Baumaterial quasi. Gut, passt. Oh. Es hat gesprengt und bei mir gingen die Frames runter. Echt? Hat er schon gesprengt? Ich hab's gar nicht gehört. Ich würde mal behaupten, dass er gesprengt hat. Das ist korrekt. Super cool. Ich trau mich eigentlich zu fragen, aber wer hat denn hier so lange oder so ein tiefes Loch gebuddelt? Ich? Ich war die letzten Tage immer da unten. Ach so. In den letzten Folgen also in den letzten Folgen war ich immer unten. Ah, okay, das hab ich nicht mitgekriegt. In der Mine. Wie tief, ey. Den Mike natürlich jetzt weiter, ne? Ich denke schon, dass ich das war. So, Spaten. Mach doch die Tür hinter dir zu, verdammt. Nein, ist doch alles gut, ihr seid doch da. Nochmal zu dem Pool. Ich zäune ihn aber ein. Also, was heißt, ich zäune den Pool ein? Also, ihr wisst, was ich meine. Ja, doch. So einen richtigen Zaun rum, wäre doch cool. Nee, ich wollte einfach einen Rahmen aus Holzkäfigen setzen. Ja, das war ich. Ich bin hier, hab gebuddelt. Mhm. Verstehen Sie? Weil ich wollte in der letzten Folge schon Wolfram... Hast du ein bisschen Gras bei? Nee? Ich rauch nicht, tut mir... Huch! Meine Axt ich hab doch was bei! Nee, ich hab meine Axt weggeschmissen. Da komm, ist alles nicht meins.
Oh. Ich rauch doch nicht. Ich rauche nicht. Nein, du rauchst auch nicht, ich weiß. Meinst du? So. Oh, ist das eine schöne Explosion, ey. Das gefällt mir wirklich gut. Bist du wieder glücklich, wa? Ja, absolut. Nummer zwei. Wie hat wieder zwei. Sinn? Mach ich auch einen Boden rein? Ich mach auch einen Boden rein, wa? Mach jetzt einfach nach unten, ne? So. Bist du bei Ryan? Ach nee, ich guck dem Jenny. Ja, müsst ihr beim Jack einschalten, Sprenger. Bei Jenny gleich einmal, ey. Bei Jenny. Genau. Yay! Du bist schon verheiratet, Jack? Ja. Oh, ich bin durch den Boden kurz. Ist das jetzt der Boden? Oder nee, sieht das nein, nein, das sieht nur so aus. Vielleicht könnte man hier nochmal eine Fackel anbringen. In der Luft hängen. Gucken, was mit den Fackeln passiert. Die springen mal mit weg. So. Kannst du schießen? So. Und ich hab nichts zum Schießen. Drei. Mach du ruhig. Du kannst mir mal ein bisschen... Warte, lass mich mal runtergehen, ich brauch Steine. Ja, okay. Hatten wir nicht schon Kartoffelsamen irgendwo? Einen habe ich gedingst. Gepflanzt. Das ist krass, das ist gut, cool, okay. Aber nur einen, das dauert so ewig, bis es wächst. Ja, ich wollte nur in... Ich dachte mir, ich mache rechts oben so eine Kiste für Gartensachen und Medikamente. Ja, wobei wir gut. Da jetzt nicht sonderlich viel haben momentan. Obwohl, ich könnte eigentlich mal ein paar... Nee, aber was nicht ist, was kann ja noch werden. Also wir wo brauchen war Stoff? Da muss Stoff sein. Oh, klappt schon mal. Zumindest finde ich meinen Krams wieder. Könnte ja gleich mal ein paar Bandagen herstellen. Da hatte ich... Nee, ich hatte mal Bandagen. Oh. Ey, gibt hier jetzt draußen noch, weil ich muss erstmal ein bisschen Gras sammeln. Damit ich hier mal Gras sammeln. Aber ich habe noch ein paar Steine in der Tasche. Ah ja, sehr cool. Müssen wir hier ein paar Treppen noch hinbauen, vielleicht noch verbreitern. Warte, ich mach das. Ja, ich bin so ein bisschen still, weil ich hier mich am Kondensieren bin wegen dem Puren. Ich buddel hier. Am Kondensieren? Wollte gerade fragen, was machst du da bitte? Kondensieren. Hast du jetzt einen Kondensator? Nee, ich kondensiere mich, um den Pool auszuheben. Das heißt, okay. Du beschlägst dich irgendwo, oder? Ach so, hier ist ja der andere. Wow, cool. Ich hab ja noch nie diesen Fluchttunnel gesehen. Ah, stimmt. Wieso? Hä? Hast den halt nicht gesehen. Warst du abstinent? Nee, gesehen. Ach so. Gesehen! Hast du, hast ein bisschen Gras gefunden? Nein. Hast du in einer meiner Kisten hier? Hast du was zu... Nein? Wobei, ich stehe... Hier war aber hier irgendwo Gras. Ja, ich verarbeite. Ach so, brauchst du Gras oder Plant Fibers? Plant Fibers. Ja, hier, pass auf. Hier, 45 Wieso, Stück. Wieso, was für machst du denn mit Gras? Außer rauchen? Nein. TNT. TNT anzünden, quasi. Ah, okay. 10 Stück. So, okay. Was habe ich hier noch? Ach so, Steine. War doch irgendwo Aloe-Creme, genau. Die können wir doch. Steine irgendwo. Wir brauchen mal was zu essen. Unsere Essenskiste ist nicht gut voll. Ja, der Garten muss entstehen. Also ich bin ja jetzt gerade den unendlichen Pool am Bauen. Ich mache ihn wahrscheinlich ein bisschen umständlich, aber das werde ich dann in den Kommentaren wieder lesen. Das hast du nicht anders. Wieso machst du... die Frage ist... Ja, bitte? Warum kannst du das Wasser da nicht einfach einfüllen? Weil ich will, dass der Boden auch aus Holz ist. Es muss schön sein. Aha. Oh, was war denn das eben? Ich bin bist du festgebackt? Reingerutscht, ja. Haben wir keine Bücher oder hat Jackie die schon alle in... Alle verarbeitet. Alle Bücher. Achso, zwei haben wir hier nämlich noch. Ah, gut. Oh, gut. Leider kann man ja die anderen Bücher nicht verarbeiten. Nee. Kann man nicht verarbeiten, ne? Nee. Nee, das ist ja zum Lernen da normalerweise. Bücher sind zum Lernen da, ja. Ja. Was? Geht das klar hier bei dir? Danke. Oh, da lernt jemand gerade was. So, ja, ich habe die Lederverarbeitung. So hat das bei mir auch damals in der Schule immer geklungen, wenn ich was dazu gelernt habe. Geil. Aber es war nicht besonders oft. Nee, ich wollte gerade sagen, ne? Die Geräusche kam ein, zweimal pro Jahr. Pack ich den Plant Fibers rein. Bist du vorbei? Jo. Rüber. Ich muss gleich mal kurz vor die Tür. Bei mir sieht ja keiner was ich hier mache. So, dann nehme ich eine. War das so? Nein.
War das so? Ah, so war das. Ich stelle mal nochmal 3 Bandagen mit Aloe-Creme her. Also die heilenden. Ja. Oh, alles, was heilt, ist rechts oben. Alles, was heilt? Heilt. Achso. Also Garten und Medizin quasi. Garten und Medizin. Ja, so heißt, so heißt dann die Kategorie. Ja. Ja, so heißt die Kategorie. Ja, weil irgendwie... Garten, wie im Baumarkt. Ja, so. Garten, ja, genau. Medizin, links eisenwarm. Wo haben sie denn Gras? Wie im Baumarkt. Das ist bei Gartenmedizin, ja, ja. Eher bei Medizin, ja. Das ist in der Tat in der Kramskiste, weil ich nicht wusste, wohin damit. Das kannst du in die TNT-Kiste packen, die ist an den beiden... Hast du schon eine eigene Kiste? Wir haben eine TNT-Kiste. Ja, das ist eine Vorbereitungs-Munitions-TNT-Spreng-Waffenkiste. Okay. Da findet man auch Kohle. Jetzt geht mir doch nicht die Woodframes aus, oder? Schwierig. Das ist schon... Alter, ist das ein cooles Loch, Mann. Also, jetzt mal unschwierig. Ich könnte eigentlich schon mal Woodframes herstellen. Na, sowas kann man immer nebenbei machen. Du kannst mir auch welche geben, wenn ich meinen... Willst du die Steine haben, junge Frau, oder? Hm, schon gut. Das war jetzt eine tolle Folge. Pool weg, Pool hin. Aber wieso, waren wir nicht noch in Diesel? Ich hab, ja, aber nur am Anfang der Folge waren wir in der Tanke. So. Ja, was ist, junge Frau? Bögen hergestellt. Ich habe ein Pool gebaut. Ach, nicht Bögen, hier Pfeile. Oh, einen habe ich noch gekriegt. So. Aber ich glaube nicht, dass man damit... Ne, aus den Steinen habe ich dann... ich bin auf dem Boden. Smallstone gemacht. Auf dem Boden der Tatsachen. Diese Spitzensteine. Das war das, würde ich sagen. Du bist am Unterstand, da komme ich jetzt nochmal runter. Eimer, Herr Velcry? Kannst du mir Metal Eimer? Stripes hinter mitbringen? Dir? Was, wo? Ah, ja. Benzin? Achso, soll ich eben einsortieren? Oder eine Kathedrale. Ich, ja, sehe soll ich die einmal, oder soll ich die einmal füllen? Ja, nee. Machen wir hier ich habe draußen nochmal den Pool wieder angelegt, wenn du mal schauen magst, mit Umrandung. In hübsch. Okay, oh ja, warte. Klar, komme ich doch. Aber er fühlt sich nicht, noch nicht richtig, also irgendwas stimmt noch nicht. Ich glaube, das ist ja viel schicker. Ja. Und den Boden kannst du aber nicht wegsprengen, oder? Nee. Mach doch. Problem ist nur, das Wasser verteilt sich nicht, wie es soll. Ich glaube, ich muss da nochmal im Eimer nochmal ran. Aber ich will jetzt erstmal mit Jackie unten in der Mine gucken. Wir sind nämlich auch schon fast wieder am Ende einer Folge, so traurig das Ganze klingt. Willst du mitkommen? Ja, da komme ich mit. Kannst du mir Metallstreifen mitbringen, damit ich mir meine Hacke reparieren kann? Aber bitte? Sicher. Ich weiß zwar nicht, wo sie einsortiert sind, aber ich werde es dank eines klugen Sortiersystems mit Sicherheit finden. Metallstreifen habe ich auch noch gar nicht einsortiert, aber ich glaube, zwei Metallrohre liegen unten in der Mitte. Nee, ich habe so viel Metal Strips. Achso, an den Kisten war ich noch gar nicht bei. Ja, da hast du noch was vor dir, mein Freund. Okay. So, ich crafte dabei mal meine Axt wieder ganz. Komm, lass uns runtergehen. Hast du gerade meine Hacke eingesammelt? Ich habe die gerade weggeschmissen. Ja, tatsächlich, ja. So, Pupens und Mädels, wo seid ihr denn? Snoopy, danke. Unten, tief unten in der Erde. Oh, hier man ist irgendwo runter. Wow. Ah, okay, man darf nicht einfach reinlaufen, ja? Wir sind genau da, wo Maulwürfe hingehören, gell, Jackie? Oh, das ist aber wirklich tief. Guten Tag. Hier kriegst du eine Pickaxe, gib mir deine. Okay, ich kann habe aber auch übrigens, nachdem ich sehr erfolglos gesprengt habe und habe kein Erz gefunden, irgendwo gelesen im Forum, ich weiß nicht, wie weit das stimmt, unter 20 Blocks Tiefe findet man wohl quasi keine Erze mehr, außer Tungsten. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Also ich habe nirgendwo Erze gefunden und ich habe mich relativ tief gesprengt. Okay. Also hier ist auch den ganzen Weg runter gar nichts gewesen. Und das ist doof. Da wo die zweithöchste oder zweite Stufe. Also ich habe dann in der Tat mal irgendwie testweise ohne Aufnahme irgendwie einfach ein Loch irgendwie gebuddelt und da TNT reingesetzt und war gleich unter der Oberfläche zu. Ja, es war wahrscheinlich Glück irgendwo so, aber irgendjemand meinte, 20 Level unter dem Erdboden wird die Wahrscheinlichkeit auf Erze sehr gering. Ist aber sehr schade. Mensch, hier, diese scheiß Hochspringen nervt mich. Also, ich weiß nicht, wie groß die Adern momentan sind. Vielleicht sprengt man sich die auch einmal im komplett weg. Gute Frage, also hier hinten ist noch eine Ader, aber das sieht mir nach LED aus oder sowas. Das haben wir, glaube ich, sehr bewusst. Ja, das hier hier unten, ja. Ja, nun gut, in dieser Folge haben wir viel gemacht. Also insgesamt verteilt ist voll aus hier. Wurden Kisten sortiert. Von einer Ansicht könnt ihr euch Kisten sortieren angucken. Bei dem anderen könnt ihr euch angucken, wie ein Pool abgerissen worden ist. Beim nächsten, wie in die Erde gebuddelt worden ist.
und beim nächsten, wie jemand stirbt. Ich hätte noch Ham dabei. Ham, willst du haben? Nee, ich hab was zu essen. Oh, ich muss selber was essen, fällt mir gerade auf. Selbstlos wie ich bin, also, wollte ich mal. Die Höhle ist echt groß geworden schon. Ja, ja, die sieht auch super aus. Also das TNT sprengt größer, ne? Oder bilde ich mir das ein? Das ist. Ja, definitiv, das springt richtig groß. Das ist super, ja, weil wir können wieder buddeln. Oh, hier ist nochmal Eisen. Ich war richtig fleißig. Okay. Hier ist nochmal richtig gut Eisen. Ja, wir sind leider wieder am Ende einer Folge. Aber wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr noch so veranstalten würdet. Also, wir wollen auf jeden Fall noch ein Stockwerk draufbauen. Was wollen wir noch machen? Wir haben noch ein bisschen was vor, ne? Also. Ideen da sind geht noch was, ja. Aber ich möchte gerne Wolfram finden. Wolfram finden. Den Wolfram. Ich vermisse Wolfram, ja. Wenn ihr wisst, wo Wolfram wohnt oder zu finden ist, oder vielleicht heißt ihr ja selber Wolfram, meldet euch. Schreibt es in die Kommentare. Aber wie sieht Wolfram aus? Wolfram sieht... Die werden wir schon erkennen. Ja. Wolfram muss unheimlich selten aussehen, vor allem. Ja. Ah, okay. Na gut, dann, ne? Ja. Mit Blick hier von oben in unser Bergwerk rein verabschieden wir uns aus dieser Folge. Und wir sehen uns zur nächsten Folge von 7 Days to Die wieder. Und schönen Abend noch. Au! Ja, tschüss. Was, hast du jetzt auf Ninjas geschossen? Ja, hab ich. Okay, Ziel erreicht. Dankeschön. Bis übermorgen. Tschüss. Tschüss.